Wir haben in Deutschland tatsächlich eine ganze Reihe an unterschiedlichen Steuernummern. Vor allem, wenn du selbstständig bist, dann ist es wichtig, dass du einen Überblick darüber behältst, welche Steuernummern du eigentlich von wem in Deutschland bekommst und wofür du diese Steuernummern eigentlich hast. Und da das Ganze, ja, ich würde mal sagen, ziemlich unübersichtlich ist, dachte ich mir, ich gehe einfach mal so die wichtigsten drei Kategorien an Steuernummern durch, die du haben kannst. Die erste Steuernummer, die du wahrscheinlich in deinem Leben bekommen hast, ist deine persönliche Steueridentifikationsnummer. Die bekommst du, zumindest wenn du in Deutschland geboren bist, mehr oder weniger zur Geburt. Wenn du nicht in Deutschland geboren bist, sondern irgendwann einwanderst, ja, dann bekommst du diese persönliche Steuer-ID so als Willkommensgeschenk oder so. Das heißt, jeder in Deutschland hat eine Steueridentifikationsnummer. Und die ändert sich auch nicht. Also dein ganzes Leben lang hast du die gleiche Steueridentifikationsnummer. Das ist so wie dein Fingerabdruck. Und diese Steueridentifikationsnummer, die steht zum Beispiel auf deinem Steuerbescheid. Die musst du auch bei deinem Arbeitgeber abgeben, wenn du Arbeitnehmer bist. Und dann bekommst du ja einmal im Jahr so einen Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung. Da steht die drauf. Und auch auf deinem Einkommensteuerbescheid steht diese persönliche Steueridentifikationsnummer in der Regel drauf. Auch wenn du Bankkonto öffnest, also wenn du beispielsweise ein Geschäftskonto öffnest, dann wirst du gefragt nach einer Steuernummer. Da geht es immer um die persönliche Steueridentifikationsnummer und um keine andere Nummer. Von der persönlichen Steueridentifikationsnummer zu unterscheiden ist die sogenannte, ja, normale Steuernummer. Also die heißt einfach nur Steuernummer. Diese Steuernummer ist eine Art Aktenzeichen beim Finanzamt. Und die bekommst du, wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst. Denn wenn du gerade gründest, musst du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Das ist die Finanzamtregistrierung deiner Selbstständigkeit. Und du bekommst quasi als Antwortschreiben von deinem für dich zuständigen Finanzamt einen Brief, wo deine Steuernummer draufsteht. Und diese Nummer ist wirklich sowas wie so das Aktenzeichen. Das heißt, diese Nummer musst du auch immer angeben, wenn du mit dem Finanzamt zu tun hast. Mit dieser Nummer kann der Sachbearbeiter im Finanzamt denn deinen Fall öffnen und kann dir bei allen Fragen weiterhelfen. Das bedeutet also, diese Nummer ist auch in deinem Alltag, deiner Selbstständigkeit, die wichtigste Nummer, weil die musst du in allen Korrespondenzen mit dem Finanzamt immer angeben. Unter der Nummer übermittelst du deine Steuererklärungen und so weiter. Das heißt, das ist die Nummer, mit der du eigentlich im Alltag am allermeisten zu tun hast. Das ist auch die Nummer, die du auf deine Rechnungen schreiben solltest. Weil diese normale Steuernummer nicht an deiner Person festgeschrieben ist, sondern sich auf das Finanzamt bezieht, kann es tatsächlich sein, dass sich diese Steuernummer im Laufe des Lebens auch ändert. Und es kann tatsächlich auch sein, dass du mehrere normale Steuernummern gleichzeitig hast. Das ist immer dann der Fall, wenn du woanders wohnst, als du arbeitest. Dann hast du einen Wohnsitz und einen Betriebssitz. Und wenn das in zwei unterschiedlichen Gemeinden ist oder zwei unterschiedliche Finanzämter für diese Regionen zuständig sind, dann kann es sein, dass du eine private Wohnsitzsteuernummer hast und eine private Betriebssitzsteuernummer hast quasi. Das bedeutet, bei der privaten Steuernummer, das heißt die private Steuer, das ist die Einkommensteuer, dann hättest du beispielsweise beim Wohnsitzfinanzamt eine Steuernummer für deine Einkommensteuer und beim Betriebssitz eine Steuernummer, die gilt dann für deine Umsatzsteuererklärung oder aber deine Gewerbesteuer. Das heißt, du musst bei diesen normalen Steuernummern auch immer darauf schauen, für welche Steuerarten sind diese Steuernummern eigentlich gültig. Auf deine Rechnungen solltest du natürlich die Steuernummer vom Betriebssitzfinanzamt schreiben. Und natürlich können sich diese Steuernummern auch ändern. Weil diese Steuernummern, wie ich schon gesagt habe, zum Finanzamt gehören, kann es sein, dass sie sich ändern. Wenn du zum Beispiel umziehst und ein anderes Finanzamt für dich zuständig ist, dann ändert sich das. Oder aber du heiratest und dein Ehepartner und du, ihr macht jetzt zusammen eine Steuererklärung. Das kann auch dazu führen, dass ihr quasi als Ehepaar eine neue Steuernummer zugeteilt bekommt. Oder aber du gründest halt ein neues Unternehmen oder erweiterst ein Unternehmen, du übernimmst ein Unternehmen. Das heißt, unternehmerisch ändert sich irgendwas. Auch das kann natürlich dazu führen, dass du eine Steuernummer erteilt bekommst. Aber auch vermeintlich aus dem Nichts kann das mal passieren, wenn das Finanzamt intern zum Beispiel irgendein System umstellt oder ändert, die Strukturierung umbaut und so weiter, kann das sein, dass du mal eine neue Steuernummer bekommst. Deswegen solltest du darauf achten, dass du immer die aktuellste Steuernummer verwendest. Die häufigste Frage übrigens, die von Gründern in Bezug auf die normale Steuernummer bekomme, ist, was mache ich denn, wenn ich mich registriere? Weil dummerweise wird im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, also dieses Formular, was du ausfüllst, wenn du gründest, nach deiner Steuernummer gefragt. Was ja irgendwie eigenartig ist, weil deswegen füllst du dieses Formular ja aus. Du füllst dieses Formular ja aus, damit du anschließend eine Betriebssteuernummer bekommst. Dieses Feld kannst du übrigens auch immer leer lassen. Also wenn du noch gar keine Steuernummer hast, dann kannst du das einfach leer lassen. Aber wenn du eine Steuernummer hast, die sich beispielsweise auf deine Einkommensteuer und deine Einkommensteuererklärung bezieht, dann kannst du diese Steuernummer für deine Einkommensteuer auch im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung angeben und dann kriegst du unter Umständen
keine neue Steuernummer, sondern kannst die alte Steuernummer behalten. Die wird aber ergänzt, dass du sie jetzt auch verwenden kannst für die Umsatzsteuer. Wichtig hier ist allerdings, lass dich nicht verwirren. Im Zweifel lässt du dieses Feld im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung einfach leer. Die dritte Steuernummer oder ich würde mal sagen, die dritte Kategorie an Steuernummern, die du in Deutschland haben kannst, ist die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Und wie der Name schon sagt, bezieht sich diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vor allem oder ausschließlich auf die Umsatzsteuer. Und was der Name auch schon verrät, es ist auch eine Identifikationsnummer. Das heißt, die bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Finanzamt, sondern auf dich als Individuum. Und diese brauchst du immer dann, wenn du internationale Geschäftsbeziehungen hast. Also entweder, wenn du Kunde bist bei einem Unternehmen aus dem EU-Ausland. Das ist man übrigens relativ schnell, weil ganz, ganz viele Online-Tools, Task-Management-Tools, Time-Tracking-Tools oder auch soziale Netzwerke, wenn man da Werbung schaltet, die haben ihren Sitz meistens in Irland, Luxemburg und so weiter. Das heißt, immer dann hast du eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen aus dem EU-Ausland und immer dann musst du eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben. Und du brauchst die auch, wenn du Kunden haben solltest aus dem EU-Ausland. Das heißt, für alle Arten von Geschäften, die du hast mit Unternehmen aus dem EU-Ausland, dafür brauchst du diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Und die bekommst du vom Bundeszentralamt für Steuern. Also genauso wie die persönliche Steueridentifikationsnummer bekommst du auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von dem Bundeszentralamt für Steuern. Diese Nummer fängt übrigens immer an mit DE, einem Länderkürzel. Aber dieses DE gehört auch dazu. Ich würde dir grundsätzlich empfehlen, dass du diese Nummer immer beantragst. Selbst wenn du Kleinunternehmer bist und vielleicht noch gar nichts mit der Umsatzsteuer zu tun hast, kann es nicht schaden, diese Nummer zu haben. Denn, wie ich schon gesagt habe, wird man auch ziemlich schnell Kunde von einem Unternehmen aus dem EU-Ausland. Falls du das vergessen haben solltest bei der Gründung, kannst du auch jederzeit später noch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen. Und zwar ganz einfach über die Webseite des Bundeszentralamts für Steuern. Den Link zu dieser Webseite und dem Antrag, den findest du auch einmal unten in der Videobeschreibung. Und zum Abschluss auch noch ein wichtiger Hinweis zum Thema Rechnungsstellung. Du kannst auf deinen Rechnungen deine Steuernummer, also deine normale Steuernummer angeben oder aber die Umsatzsteueridentifikationsnummer. Du musst nicht beide angeben. Ich würde dir immer empfehlen, dass du die Umsatzsteueridentifikationsnummer wählst, weil, wie schon gesagt, die normale Steuernummer ist ja die Art Aktenzeichen vom Finanzamt. Das heißt, in dieser Nummer, der normalen Steuernummer, stecken schon eine ganze Reihe an persönlichen Informationen drin. Und ich würde dir persönlich empfehlen, dass du das nicht auf deine Rechnungen schreibst und dann diese Informationen durch die Weltgeschichte schickst, sondern dass du die Umsatzsteueridentifikationsnummer verwendest und die einfach pauschal in deine Rechnungsvorlage aufnimmst. Und dann hast du die Voraussetzung erfüllt und brauchst deine persönliche Steuernummer nicht mehr anzugeben. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und habe so ein bisschen Licht in das ganze Dickicht der deutschen Steuernummern gebracht. Wenn du dazu noch eine Frage hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du selbstständig bist, dann brauchst du vielleicht ein Rechnungstool, ein Bankkonto oder vielleicht einen Steuerberater. Dabei helfen wir dir gerne weiter. Alle Informationen zu unseren Angeboten verlinke ich dir einfach einmal hier. Aber du kannst natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.